Hallo liebe Freunde, vielen Dank für die vielen Zuschriften, Likes auf unserer Facebook-Seite. Das beweist uns, dass das Thema für Gesundheit noch nie so groß war. Menschen verzweifelt auf der Suche sind für natürliche Hilfen, die Menschen zum Teil es satt haben, sich mit Medikamenten vollstopfen zu lassen und nicht ernst genommen zu werden. Man läuft von einem Arzt zum anderen, man erzählt sein Leiden und man wird als psychosomatische Probleme abgestempelt. Wie kann es sein, dass so viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten vorhanden sind? Was hat der Darm damit zu tun und was versteht man darunter? Ich möchte das kurz erklären, mehr gibt es in unserem Themenseminar. Dass bei Nahrungsmittelunverträglichkeiten unser Darm eine wesentliche Rolle spielt, das glaube ich ist jedem klar. Ich möchte hier nur ganz kurz erklären, wie kann es sein, dass manche Menschen zum Beispiel keine Tomaten, keine Erdbeeren vertragen? Warum sollen sie kein Soja essen? Aus Soja, ein kleiner Witz nebenbei, aus Soja macht man Plastiksesseln, aber ist nicht geeignet für unseren Darm. Also liebe Veganer, liebe Vegetarier, wenn ihr was Gesundes tun wollt für euch, dann meidet bitte Soja. Welche Inhaltsstoffe sind vorhanden? Es gibt Nahrungsmittel, die uns gut tun und Nahrungsinhaltsstoffe, die uns eher schaden. Und da muss man differenzieren. Wir können wahrscheinlich alles essen in Maßen, aber das Wichtigste ist, dass wir eine intakte Darmschleimhaut haben. Wenn Sie immer wieder oder Sie litten unter Aften im Mund, so eingerissene Schleimhäute im Mund, spricht man von einer Autoimmunerkrankung. Gehen wir weiter in den Darm. Wenn die Darmwand beleidigt ist, ja, hier sehen Sie die Darmwand, unser Darm hat 500 Quadratmeter Gesamtoberfläche. Diesen Teil nennt man Mucus, Darmschleimhaut-assoziiertes System. Unser Lymphsystem sitzt hier drin und hier in der Darmschleimhaut sitzen unsere angeborenen oder durch die Normalgeburt angeborenen und gestillten, erzeugten autochthonen resistenten Darmbakterien. Wie Sie alle wissen, mit Antibiotika wird gerne verschrieben. Nur nebenbei, man weiß aus Untersuchungen, dass 75% des verschriebenen Antibiotika unnötig ist. Und Antibiotika heißt, sich gegen das Leben zu entscheiden. Und Antibiotika zerstört massiv unser gesundes Mikrobiom. Die Folge kann sein, dass Pilze, Parasiten und schlechte Keime überhand nehmen und der Startschuss gelegt wird. Ja? Was passiert aber, wenn die Darmflora so beleidigt ist, dass sie darauf schon reagieren? Jeder Mensch hat bei uns in der Schleimhaut, Mundschleimhaut, Darmschleimhaut, Lungenschleimhaut, ein Protein, das nennt sich SIGA. Das hat sie, das habe ich, das hat jeder Mensch, Mundschleimhäute, Darmschleimhäute, SIGA. Und dieses SIGA wird von Kindheit an programmiert. Alles, was sie essen und was nicht in den Körper hineingeht, gehört, wird durch SIGA gebunden und ausgeschieden. SIGA ist so der erste Wächter, man nennt das auch die First Defense Line, ist der erste Wächter, bevor Nahrung in den Körper reinkommt. Wenn aber durch Stress, und Stress ist ein massiver Zerstörer von SIGA, Stress zerstört die Darmflora, Antibiotika zerstört die Darmflora, es kann passieren, dass SIGA nicht mehr in der Lage ist, ausreichend auszuscheiden und es dringen jetzt Bakterien, Pilze, Viren, Proteine, Fremdproteine in der Nahrung ein und dann wird in der Konsequenz über mehrere Schritte IgE produziert. Und das kennen Sie vielleicht als Allergiker und als Histaminproblematik. IgE reizt die Bildung von Histamin. Und jetzt sagt man Ihnen, Sie dürfen keine Tomaten essen, weil Tomaten enthalten Histamin. Es ist nicht das Histamin in der Tomate selber schuld, dass es Probleme auslöst, sondern in der Tomate ist eine Substanz drin, die heißt Saponin. Sapo kommt aus dem Lateinischen, bedeutet Seife. Und genau dieses Seifenmolekül in Tomaten reizt Ihre Schleimhäute weiter und Sie kriegen wieder eine Histaminerschüttung. Und dieses Histamin wird ja normalerweise abgebaut durch Enzyme in der Schleimhaut, die aber nicht vorhanden sind, weil sie eine defekte Schleimhäute haben. Das heißt, sie produzieren immer mehr Histamin. Allein das Weggassen von Histamin ist hier keine Lösung. Tomatensaponin. Dann werden sie auch auf Erdbeeren oder sie können auf Erdbeeren reagieren und die Substanz, die hier schadet, ist sogenanntes Lektin.
Lektine sind natürliche Abwehrstoffe von Erdbeeren. Abwehrstoffe heißt, sie müssen etwas durchdringen oder in der Natur abwehren. Und bei Menschen lösen sie ein Mikro, produzieren Mikrolöcher in der Darmwand. Ja? Soja enthält Saponin, Sojasaponin, das Schlimmste wäre isoliertes Soja-Eiweiß in Eiweißshakes. Soja zerstört die Darmschleimhaut. Japaner und Chinesen essen niemals diese Soja, was wir hier konsumieren, was uns postuliert wird, dass das eventuell gesund ist. Und wenn das zu lange und weitergeht, dann wird ein zweiter Teil vom Immunsystem aktiv, unser angeborenes Immunsystem, und man beginnt im Darm schon die Abwehr von Lebensmitteln. Und sie werden immer mehr Lebensmittel nicht vertragen. Ein letztes Beispiel, was ich Ihnen hier zeige, ist, warum reagieren Menschen auf Ei oder nicht? Ja? Sind Eier gesund oder nicht? Eier sind sehr, sehr, sehr gesund. Eier enthalten zum Beispiel Cholin. Und Cholin ist ganz wichtig, um eine Fettleber zu verhindern. Cholin wird auch in umgewandelt in unseren Botenstoff fürs Gehirn und so weiter. Und in Ei ist eine antibakterielle, also gesund antibakterielle Substanz, die heißt Lysozym. Lysozym hat auch jeder Mensch im Speichel, jedes Tier im Speichel, denn das tötet Bakterien ab, bevor wir es essen und es kommt rein, tut uns nichts. Somit wäre auch das Ei gut. Lysozym ist antibakteriell. Dann haben wir Lactoferrin, auch antibakteriell. Aber dieses Lysozym bindet Bakterien. Bindet Bakterien, sie essen ein Ei, binden Bakterien. Und jetzt wird dieses Lysozym, wenn Sie eine kaputte Darmwand haben, in den Körper reintransportiert und löst dann eine Unverträglichkeit aus. Einen sogenannten IgG-Test wird positiv auffallen. Sie können sich eine Nahrungsmittelunverträglichkeit-Test sparen. Es ist immer dasselbe Bild. Es sind Nüsse, Erdnüsse, Weizen, Gluten, Erdbeeren. Kreuzreaktionen können entstehen. Apfel kann dazukommen. Es wird immer mehr. Ei-Unverträglichkeit. Zuerst muss man den Darm sanieren, damit man das später wieder eventuell essen kann in kleinen Mengen. Mehr dazu, wie das funktioniert, erfahren Sie in meinen Themenseminaren. Der Darm, das große Mikrobiom, unser Immunsystem, würde mich freuen, Sie dort gesund zu sehen. Danke.